In unserem ersten Beitrag geht es auch um grüne Energie. Austrozell in Hallein gehört zu den größten Ökostromerzeugern in Österreich und das, obwohl es eigentlich nur ein Nebengeschäft ist. Der Hauptzweig ist textiler Zellstoff. Wie das zusammengeht und wie so eine Fabrik von innen ausschaut, das erfahren Sie da drüben. Schauen wir mal, ob wir den nächsten Beitrag schon sehen können. Eine Wüste aus Holz, mächtige Reaktoren und ein Werksareal von 34 Hektar. Austrozell in Hallein ist einer der größten Industriebetriebe im Tennengau. Das Unternehmen gibt es seit 130 Jahren. Seit 2013 wird hier Textilzellstoff produziert. Aus den Abfallprodukten der Zellstofferzeugung entstehen Ökostrom und Fernwärme. Ab Dezember dieses Jahres sogar Biotreibstoff. Die aktuelle Ausrichtung des Unternehmens hat unter anderem mit dem Aufbäumen der Bevölkerung zu tun. Es hat tatsächlich Zeiten gegeben, in denen sehr stark gekämpft wurde für bessere Umweltbedingungen in der Fabrik. Das war in den 90er Jahren. Seither, ich bin 2003 gekommen, sind über 200 Millionen Euro in Umweltprojekte geflossen, um Abwasser, Luftemissionen, Nachhaltigkeit einfach zu verbessern. Heute gilt Austrozell als Vorzeigebetrieb in Sachen Nachhaltigkeit und Innovationskraft. Die hochreine Zellulose ist das Hauptgeschäft. Sie wird aus österreichischen und bayerischen Fichten produziert, und zwar aus Abfällen der Sägeindustrie. Kaum zu glauben, dass diese gigantischen Dünen binnen 6 Wochen verarbeitet werden. Der produzierte Zellstoff wird auf Schienen abtransportiert und wandert dann überwiegend nach Asien. Am Ende der Kette steht dann Viskose, also Kleidung, aus Holz. Will man im internationalen Wettbewerb bestehen, muss man das Holz zu 100% nutzen. Man muss sich vorstellen, das Fichtenholz, das wir hier einsetzen, besteht nur zu 40% aus Zellulose, die wir für unsere Kunden extrahieren. Was macht man mit den restlichen 60%? Wir haben Wege gefunden, über die Energie, die wir produzieren, oder auch jetzt ein Biotreibstoffprojekt, mehr Wertschöpfung aus dem Holz zu holen. Die Bioethanolanlage wird mit Dezember in Betrieb gehen. Nach 1,5 Jahren Bauzeit und einer Investition von 40 Millionen Euro. Also wenn wir unsere Holzhackschnitzel zerkochen, damit wir die Zellulosefasern da rausgewinnen, dann löst sich auch ein großer Teil von dem Holz auf in der Kochflüssigkeit. Und das Holz zerkocht sich zum Teil auch zu Zucker. Und der Zucker ist dann, der da drin daher schwimmt, ein super Rohstoff, um Alkohol daraus herzustellen. Und der Bioethanol, unser Biokraftstoff, ist nichts anderes als ein hochkarätiger Schnaps. Pro Jahr sollen hier bis zu 30 Millionen Liter Biokraftstoff für die OMV produziert werden. Damit deckt Austrozell zukünftig 1% des österreichweiten Benzinverbrauchs. Grüne Energie gehört schon seit längerem zum zweiten Standbein des Betriebs. Etwa 25.000 Haushalte pro Jahr werden mit Fernwärme beliefert, ca. 15.000 mit Grünstrom. In den Reaktoren verarbeiten wir Bleichfiltrate aus der Zellstofffabrik und es entsteht daraus Biogas, das hat einen hohen Energieinhalt. Das wird in einem Motor, wie ein Verbrennungsmotor in einem Fahrzeug, verbrannt. Und daraus erzeugen wir biogenen Grünstrom und Fernwärme für die Umgebung. Der Anteil biogener Brennstoffe am Gesamtverbrauch des Standortes liegt heute bei 99,6%. Zukünftig will man es schaffen, gänzlich auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Dafür braucht es das Engagement der fast 260 qualifizierten Mitarbeiter. Bernhard Grill hat vor 25 Jahren eine Lehre als Industriekaufmann begonnen. Heute ist er CFO. Wir schauen, dass wir Mitarbeiter qualifizieren. Das heißt, wir haben da Weiterbildungsbudget von an die 200.000 Euro im Jahr, das auch bei Bedarf erweitert wird. Herr Grill ist überzeugt, ohne den Fokus auf Umwelt würde es das Unternehmen heute nicht mehr geben. In diesem Feld weiter nach Verbesserungspotenzial zu suchen, ist die Aufgabe von Umweltmanager Moritz Höllbacher. Es gibt in Salzburg das Projekt Salzburg 2050 und da wird der Versuch, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da sind wir eben mit anderen Firmen in einer Kooperation, um eben Salzburg dabei zu helfen. Wenn Austrozell es schafft, noch energieeffizienter zu werden, kann mehr grüne Energie in das öffentliche Netz gespeist werden. So rückt die Erreichung der Klimaziele ein gutes Stück näher.